Hallo ihr Lieben! So, ich dachte mir, ich zeige euch heute mal so, wie ich das auspacke. Ich mag ja die Geräusche immer so. Äh, ich glaube, es nennt sich ASMR. Aber gut, äh, ich will heute, ich habe es bei einer anderen YouTuberin gesehen und dachte mir, das muss ich nachmachen. Ähm, da vereine ich Strukturpaste mit Alkohol, ingfarm und äh, das Resin. Und. Genau, ich habe mit Isopropanol angefangen, das Ganze erstmal zu machen und dann Alkohol-Inkfarben. Ich habe so ein bisschen, also vielleicht für euch, das werdet ihr auch sehen, ich habe alles ein bisschen schneller gemacht, damit ihr das Ganze dann auch seht, äh, wie ich es mache. Ich habe also so gut wie nichts jetzt rausgeschnitten, aber eben alles halt ein bisschen schneller und äh, genau. Ich habe so ein bisschen im Rückwirkend bereut, diese dunkle Farben zugenommen zu haben. Ich hätte es jetzt also eher mit Rot, Orange, Gelb irgendwie so nehmen sollen oder eben halt helleren Farben. Ihr werdet auch sehen, warum auch gleich. Ähm, das heißt also, ich habe es jetzt mit dem Isopropanol ähm, eingeweicht und dann mit einem Heißluftfilm. Heißluftföhn. Oh Gott! Äh, jetzt geht's wieder los mit dem Heißluftfilm. <laughs> äh, genau, also der Föhn natürlich ähm, und habe das Ganze dementsprechend verteilt auf der Leinwand und dadurch trocknet das Ganze auch ein Stück weit schneller. Also es verdunstet ja, weil es ja Alkohol ist, äh, dadurch verdunstet das Ganze ein bisschen schneller und man hat halt schnell die Trockenphase erreicht. Und ähm, wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen schwierig. Ich habe so ein bisschen gekämpft. Ich werde es auch noch mal machen. Äh, ich hoffe, dann wird das Ergebnis noch mal ein Stück weit besser, weil ich hatte mehrere Probleme bei meinem Projekt. Aber dadurch, da Wochenende war, als ich es gemacht habe, habe ich dann leider nur diese Möglichkeit gehabt und konnte halt nicht irgendwie noch schnell einkaufen gehen und mir bestimmte Sachen holen, die ich gerne gehabt hätte. Und äh, genau, also dementsprechend habe ich jetzt hier so ein bisschen mit den alkohol und dem Alkohol selber äh, gekämpft, habe dann versucht, das Ganze nochmal so ein Stück weit aufzuhellen, beziehungsweise eben nicht, dass dieses Grün äh, so markant dann ist. Und es ist okay dann geworden. Ich habe es mir schöner vorgestellt. Ähm, aber wie gesagt... Für meinen ersten Versuch und äh, ich finde es eine schöne Art. Äh, damit kann man bestimmt noch ganz viele andere Sachen machen. Und dementsprechend wollte ich euch das nicht vorenthalten. Ähm, ich verlinke euch selbstverständlich einfach, um die Credits auch zu geben, äh, die andere YouTuberin. Und dann könnt ihr euch da nochmal das Ganze anschauen. Ich finde es bei ihr ist ein bisschen heller, freundlicher geworden und dadurch... Glaube ich, ist es einfach nochmal eine schöne Art, um euch das eventuell dann auch anzuschauen, wie sie das gemacht hat. Und aber wie gesagt, ich finde es eine schöne Art, äh, mehrere Techniken zu verbinden, was ich ja sowieso mal sehr sehr gerne mag. Äh, ich habe es ja zum Beispiel aus Re Resin und dem Epoxidharz habe ich ja auch schon mal äh, das Ganze so ein bisschen kombiniert, weil ich das auch sehr sehr schön fand. Das äh, Resin ist ja eher so matt. Äh, weiß äh, so in der Art so Richtung. Ich, ich nenne es jetzt mal Porzellan. Das ist jetzt nicht wirklich Porzellan, aber ja, und das äh, Epoxidharz ist ja dann doch eher so glänzend. Man kann bestimmte Effekte mit reinbasteln. Und dementsprechend finde ich das auch eine schöne Kombi und da überlege ich nochmal, wie ich es am besten zum Beispiel auch nochmal kombinieren kann. Aber erstmal zu dem jetzt hier. Wie gesagt, ich habe es so ein bisschen mitgekämpft und ähm, habe es dann aber für mich äh, dann irgendwann für gut befunden. Habs es dann auch trocknen lassen, nochmal ein Stück, äh, auch wenn es so gut wie schon trocken war. Aber ich habe es dann eben, wie gesagt, nochmal mehr durchtrocknen lassen. Das hat aber nicht lange gedauert und dementsprechend konnte ich auch relativ schnell dann weitermachen und habe dann mit der Strukturpaste angefangen. Diese Strukturpaste ähm, muss ich dazu sagen, ich hatte sie leider zu wenig. Ich hätte es gerne ein bisschen anders noch mal ein bisschen schöner, pompöser, 3D-mäßiger gemacht. Aber das sollte nicht sein, weil irgendwie hat es dann tatsächlich nicht so gereicht, wie ich es eben wollte. Aber das ist okay für mich jetzt zum Ausprobieren war das in Ordnung. Wie gesagt, das war ein Wochenende und noch ein Feiertag, äh, einen Tag später. Und ich wollte es gerne basteln und habe dann gedacht, okay, dann ist es halt so, dann mache ich das Beste jetzt raus. Und ja, und wie gesagt, ich habe die Strukturpaste und äh, dann habe ich so einen so Spachtel, mit dem ich es ganz gut aufgetragen bekommen habe. Ähm, ich konnte die Ränder nur bedingt mitmachen. Wie gesagt, ich hatte zu wenig aber ähm, ich habe dann eine gute Lösung gefunden, eben dass ich halt ähm, mit äh, einer Farbe und Ähnliches das Ganze ganz gut ausgleichen konnte. Äh, die Strukturpaste habe ich dann so mit, so wie ähm, immer so leichte, ja wie sagt man das? Ich werde jetzt auch sehen, was ich dann meine. Ähm, erstmal natürlich den Rand gemacht, weil der Rand halt sehr wichtig war. Damit dort das Epoxidharz, was ich dann später nutze, nicht runterläuft. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann habe ich eben genau mittendrin auch nochmal so äh, bestimmte, ja, wie sagt man es, äh, einen Damm gebaut, nenne ich es jetzt mal so, ähm, dass man dann halt eben in diese einzelnen Felder dann das Epoxy-Tarts mit reingießen konnte. Wie gesagt, ihr werdet sehen, was ich meine. Ich habe auch hier das Tempo einfach ein bisschen erhöht und äh, damit ihr dann halt nicht gefühlte Stunde lang das angucken wollt. Falls ihr irgendwie ja übrigens mal alles im Originaltempo sehen wollt, irgendwie ein Video, weiß ich nicht, was dann eine Stunde geht, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare, falls euch das manchmal zu schnell geht. Ähm, ich habe übrigens diesmal, weil ich hatte es jetzt manchmal nicht gehabt, dass ich meinen Tisch umgeräumt habe und die Kamera dadurch besser stehen konnte. Ich gehe davon aus, jetzt diesmal kann man es besser sehen. Und dadurch ist es für mich jetzt, glaube ich, schon die bessere Perspektive. Und dadurch könnt ihr einfach besser sehen, was ich tue und wie ich es tue. Aber wie gesagt, am Tempo. Ich möchte euch ja ungerne immer ganz viel rausschneiden. Ich will schon, dass ihr seht, wie ich es mache und äh, mache halt eben meistens nur das Tempo ein bisschen höher genau und hier seht ihr schon ich struggle so ein bisschen äh, das Problem werdet da später auch sehen ähm, ich konnte leider diesen Damm also dieses äh, diese Barrieren äh, zwischen den Feldern nicht hoch genug machen dadurch ist mir so ein bisschen das Epoxidharz übergelaufen ich habe es ein bisschen anders dann gelöst was dann aber auch okay war hat seinen eigenen Stil, äh, was ich für mich jetzt persönlich äh, auch gut finde und dadurch konnte ich jetzt ganz gut damit äh, umgehen und habe auch die Ränder damit jetzt erstmal dann auch dann per Hand gemacht. Sonst hätte ich es eben mit dem Spachtel gemacht, wenn ich genug gehabt hätte, aber hatte ich leider nicht, wie gesagt, und dementsprechend habe ich es jetzt mit der Hand gelöst. War aber auch okay. Ähm, genau, die Strukturpaste habe ich dann trocknen lassen. Durch die Wärme so ein bisschen ging es relativ schnell jetzt auch bei der Strukturpaste. Also, ich habe ähm, das innerhalb von zwei Tagen jetzt gemacht. Zum Teil habe ich es dann eben nochmal trocknen lassen, die Strukturpaste komplett durchtrocknen. Und ja, und dann habe ich das Ganze mit einer Goldfarbe die Ränder noch gemacht, damit das Ganze so ein bisschen für mich hat. Das so ein Barockstil. Ich weiß nicht, ob ihr ungefähr wisst, was ich meine. Das hat so ein. Äh, früher gab es ja immer so auch an den Decken die ganzen Strukturen. Und genau, und auf diese Strukturen habe ich jetzt einfach das Gold gemacht, weil barock heißt ja auch Gold, pompös. Und äh, genau, also dementsprechend fand ich das ganz gut. Und fand ich jetzt für mich eine wunderschöne Lösung, äh, das Ganze dann auch zu machen. Ich hatte erst überlegt, ob ich Silber nehme, weil ich ja eigentlich eher der Silbertyp bin aber das Gold hat besser funktioniert für mich und also passt jetzt einfach auch farblich für mich jetzt schöner und genau hier mache ich äh, wie gesagt auch hier alles ein bisschen schneller ähm, damit ihr aber auch seht was ich mache habe ich nur in der Mitte ganz kurz was rausgeschnitten und äh, den rest habe ich drinne gelassen und da habe ich äh, ich habe so eine Goldfarbe, die ich mit dem Pinsel machen. Äh, konnte und also so eine flüssig ähm, farbe in gold und habe dann dementsprechend das ganze mich damit ein bisschen beschäftigt auch hier habe ich übrigens wieder meine hörbücher gehört wie gesagt ich bekomme dafür kein geld deswegen sage ich es auch jetzt nicht unbedingt wo ich es jetzt höre ich höre oft bücher die ich ähm, auch schon kenne einfach weil ich sie immer sehr schön fand bin ja so ein Fan von zum Beispiel Harry Potter. Ähm, der Rufus Beck, der macht das immer sehr, sehr toll, äh, die Hörbücher. Und die habe ich, glaube ich, schon öfters gehört. Und äh, ja, also falls ihr da irgendwie euch da dran begeistern könnt. Ich liebe Hörbücher, man kann es so wunderschön daneben bei abschalten. Manchmal höre ich auch einfach Musik. Ich habe ja, dass ich abends manchmal weggehe ähm, zur Live-Musik und habe dementsprechend dann immer... Das Ganze gefilmt und äh, das Ganze habe, wurde dann in MP3 zum Beispiel auch umgeformt und dadurch kann ich eben dann mir die Sachen auch noch mal anhören. Ich lasse auch manchmal das YouTube Video nebenbei laufen und also da freue ich mich dann immer drüber, dass ich diese Aufnahmen habe und einfach diesen Abend dann noch mal genießen kann. Hier bin ich jetzt fast fertig und äh, genau, äh, hier während ich jetzt noch male was zu meinem YouTube-Kanal, ich lade in der Regel sonntags um 12 meine Bastelvideos hoch. Ich versuche es zumindest regelmäßig auch zu machen, also wirklich wöchentlich. Ich habe, glaube ich, ganz, 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 ganz wenige ausgelassen. Dann lade ich aber auch sonntags immer um 16 Uhr ein Musikvideo hoch, ähm, eben von diesen, wo ich zu Live-Musik gehe, ähm, in der Regel lade ich ja immer das komplette Konzert hoch, wenn ich es denn filmen konnte. Das ist immer ganz unterschiedlich. Und dann, ähm, da nicht jeder immer die kompletten Konzerte schauen möchte, lade ich dann eben die Lieder nach und nach, abwechslungsmäßig immer hoch, unterschiedliche Bands, unterschiedliche Lieder. Und wer da also Spaß dran hat, ich lieb's. Wie gesagt, sehr und äh, darf da natürlich gerne ein Abo, einen Kommentar, einen Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich sehr drüber. Kommentare, ich bin gerade total happy, dass da wirklich auch mal ein Austausch stattfindet. Ähm, ich äh, auch mal eine auf Instagram mir ihre Ergebnisse geschickt hat. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich immer mega, wenn ich es dann auch sehe. Und. Äh, man sich einfach austauschen kann. Ich hatte jetzt auch einen unglaublich lieben Kommentar zum Steine bemalen, weil ich ja natürlich noch ein bisschen vor mich hin werke und manche Sachen noch nicht weiß. Und da fand ich das ganz, ganz lieb, dass sie mir da ganz viele Tipps auch dagelassen hat und ich das eben auch noch mal weiter probieren kann. Und also dadurch, ich freue mich total über Hinweise, was kann ich anders machen, was kann ich schöner machen. Aber andererseits eben auch, was kann ich euch irgendwie noch zeigen, was ihr vielleicht gar nicht sehen konntet, was ich gemacht habe und also da auch gerne den Hinweis geben und ähnlich eben. Ich hatte letztes Mal ein anderes Video, äh, ein anderes Mikrofon ausprobiert und dementsprechend war das leider so ein bisschen schwierig und äh, habe jetzt also wieder mein altes Mikrofon genommen und werde mit dem neuen Mikrofon äh, noch mal ausprobieren und ob ich es irgendwie nochmal anders hinkriege. Ich werde aber bestimmt auch mal wieder, ich gehe ja selber auch singen, also ich gehe zum Gesangsunterricht, ich werde bestimmt auch mal wieder ein Gesangsvideo hochladen, wo ich selber singe. Es gibt äh, zwei Videos oder drei Videos aktuell auf dem YouTube-Kanal. Wer also tief genug gräbt, wird mich beim Gesangsunterricht sehen. Also, falls jemand suchen will, gerne. <laughs> genau, hier habe ich jetzt ähm, das Epoxidharz angerührt. Und habe äh, eine dünne Schicht da in diese einzelnen Felder gemacht. Habe so ein bisschen geschaut, äh, dass es wirklich ein zu viel war, weil ich ja wusste, dass diese Barriere, dieser Damm einfach nicht hoch genug war. Leider ist es trotzdem übergelaufen. Aber wie gesagt, ich habe es ganz gut, glaube ich, gelöst. Ähm, als es nämlich übergelaufen ist, ich habe es einfach überall versucht, dann gleichmäßig zu verteilen, damit es so aussieht wie gewollt. Und nicht wie nicht gekonnt <laughs> und äh, genau ich habe also dieses Epoxidharz da reingefüllt und weil ich eben äh, gerne noch was dazu packen wollte habe ich halt ganz viele Glitzermöglichkeiten ich bin ja so ein kleiner Glitzerfan der dann irgendwie die Sachen immer mal so ein bisschen rein mit untermischt und äh, das habe ich dann dementsprechend auch gemacht. Ich habe viel unterschiedlich gehabt. Ich habe bunten Glitzer oder so eine Cracks irgendwie gehabt, so eine Glascracks und auch Goldcracks und dann habe ich noch so einen weißen und davon habe ich überall so ein bisschen rein gemacht, damit das einfach so einen schönen glitzernden Effekt auch hatte. Ich denke, dass ich es nicht zu viel gemacht habe, weil es eben auch zu viel wäre jetzt wieder eben auch nicht schön gewesen, weil das hätte das Bild so ein bisschen zerstört. Aber ich finde es, glaube ich, es war für mich eine wunderschöne Variante da jetzt das Ganze zu verschönern. Und genau, hier seht ihr, ich habe wirklich nicht viel von dem epoxy genommen, aber wie gesagt, es ist trotzdem übergelaufen. Und ja, und dann habe ich das Ganze... 24 Stunden lang trocknen lassen. Wobei es äh, bei einer dünnen Schicht relativ schnell auch getrocknet ist. Also da äh, wird die Geduld nicht ganz so dolle auf die Folter gespannt, was ja bei Epoxid hat, ähm, also ich hasse es ja nicht mehr, als wenn man da sitzt und denkt, bitte, bitte trockne, ich will sehen, wie das Ergebnis wird. Was ja jetzt hier, ich sehe ja das Ergebnis schon, also egal ob es getrocknet ist oder nicht, ich habe das Ergebnis ja schon gesehen. Also, ja, yippie. <laughs> Ja, und äh, genau, dementsprechend finde ich das Ergebnis wirklich schön. Ich zeige es euch zum Schluss auch nochmal ein bisschen näher gefilmt, damit ihr auch da einfach nochmal so ein bisschen schauen könnt, wie das aussieht. Ähm, wie gesagt, ich werde es bestimmt auch nochmal machen und vielleicht auch in einer anderen Art und Weise. Ich weiß noch nicht genau, weil ich mit dem Isopropanol auch noch nicht ganz glücklich war. Ich muss nochmal schauen, was ich da am besten nutze. Vielleicht funktioniert es irgendwie nochmal anders besser. Aber wie gesagt, fürs erste Mal finde ich das mega fürs Ausprobieren, für Verbinden von unterschiedlichen Techniken. Also probiert euch da gerne aus. Ich liebe es ja. Ich bin übrigens auf Instagram äh, auch verlinkt. Ich habe es in der Infobox, glaube ich, mit drinne. Oder auf Facebook. Schickt mir gerne eure Ergebnisse. Ich würde mich total freuen, weil ich das einfach äh, so schön finde wenn jemand auch noch mal zeigt wie hat er es gelöst vielleicht gibt es da auch eine schöne variante wo ich es gerne auch noch mal ausprobieren möchte und also Bitte gerne zeigen <laughs> Ja und hier ist das ergebnis das ist jetzt auch schon getrocknet das heißt da spiegelt sich gerade nur mein fenster weil ähm, ich so ein bisschen ähm, da hinlegen musste, einfach wegen den Lichtverhältnissen. Ne? Und so seht ihr mein Ergebnis. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.